Wim, ich muss die einfache Frage stellen, aber stellen Sie natürlich auch gerne. Und ich glaube auch wirklich, dass Sie die Leute interessiert. Wann wusstest du, dass du den Film Pina als 3D-Film machen würdest? Am 18. Mai 2007. Genauso genau wollten wir es wissen. Wir haben also angefangen, irgendwie noch in grauer Vorzeit des 3D und aufgehört in vielleicht schon der Zukunft. Und der erste Dreh war wahnsinnig zeitaufreibend. Bei jeder Einstellung musste man nochmal 20 Minuten warten, bis der Stereograph soweit war. Die Kameras waren schwer, das Ganze lief nur mit einem riesigen, schweren Technocrane und war sehr zeitaufreibend. Und am Schluss haben wir ein Jahr später mit einer Steadicam gedreht mit einem Team von 5 Leuten. Viele junge Leute, die Jungen kommen viele vor allem wegen im 3D. Es sind aber auch viele junge Leute, die tanzinteressiert sind und Pina gar nicht gekannt haben. Und dann gibt es Leute, die überhaupt noch nie im Kino waren. Haben wir auch gefunden. Und ich habe auch jedes Mal ein bisschen wissen wollen, wer von euch hat mal ein Stück von Pina live gesehen und wer hat noch niemals was von Pina Bausch gesehen oder gehört. Und das war doch die Mehrzahl, die nichts wussten. Und das war natürlich meine Zielgruppe, weil die Leute, die das nie haben sehen können, die wollte ich natürlich gerne dafür interessieren, weil das hat mein Leben so verändert, dass ich das Tanztheater der Pina Bausch kennengelernt habe, dass ich schon dachte, ich möchte es vor allem für die machen, die davon nie was gehört haben. Ralf, wenn man Vincent Wilmer gesehen hat, der so ein bisschen als der Überraschungserfolg des letzten Jahres gehandelt wurde, wie war das bei dir? Wann hast du gesagt, nee, das muss man erzählen und das ist ein tolles Buch und das sind die richtigen Leute dafür? Das war ein Buch, das war von David Fitz vom Schauspieler geschrieben, Andy, und kam aus der Münchner Drehbuchwerkstatt. Und als ich es übernahm, haben wir schon nochmal sehr stark daran gearbeitet, weil mir war eigentlich ganz wichtig, dass ich diese ganzen defekte Krankheiten, die die drei da haben oder die fünf da haben, irgendwie möglichst wahrheitsgemäß erzähle, also ernst nehme und nicht nur Gags draus ziehe. Ne? Das war eigentlich die größte Arbeit, also erstmal am Drehbuch diese Leute so wahr wie möglich rüberkommen zu lassen, also die Krankheiten ernst zu nehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch dafür zu sorgen, dass natürlich ihr was zu lachen habt. Ne? Geholfen hat mir auch in der Tat, also ich bin eigentlich ein Heimkind, so blöd es klingt irgendwie, und diese Stimmung im Heim, also das war meins. Also diese klaustrophobische Atmosphäre, nicht raus zu können und dann endlich raus zu können und dann was zu erleben draußen, das konnte ich sehr gut nachvollziehen. Der Film ist ja schon das, was man in der Fachsprache Character-Driven nennt. Das ist, glaube ich, auch kein Zufall, dass er deswegen auch 3 Schauspieler-Nominierungen hat. Wir sprechen ja auch über Nominierungen hier. Interessanterweise auch eben das Paar der Jäger und nicht nur der Gejagten, nämlich Heino Ferch und Katharina Müller-Elmau. Bist du auf die gekommen oder hast du die auch vorgefunden? Nee, die haben wir gecastet irgendwie. Ne? Das waren, ich habe mich mit Heino getroffen und das war großartig. Der hat das gleich verstanden. Das Tolle an Heino ist, dass er eigentlich, das ich weiß nicht, ob das jemand weiß, also jetzt weiß man es, dass er eigentlich ein Komödiant ist. Also er macht immer so auf Bruce Willis, sag ich mal so, oder wurde immer bis jetzt lange Jahre als der deutsche Bruce Willis, aber eigentlich ist er lustig. Er ist ein totaler Komödiant und es macht ihm wahnsinnig Spaß. Wir könnten über Schauspieler bei allen Filmen reden. Das ist, glaube ich, das ganz große Fund auch des diesjährigen Jahrgangs mal wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich fange aber mal an bei Sebastian Grobler mit Der ganz große Traum. Ein großes Schauspielerensemble, dazu auch noch Jungs, die eben keine Schauspieler sind oder wenig Erfahrung als Schauspieler haben. Hast du ja ganz schön viel vorgenommen. Wie schlaflos waren deine Nächte vor jedem Drehtag? Also schlaflos waren meine Nächte, weil wir sehr lange noch am Buch gearbeitet haben. Also ich sage auch ganz ehrlich, ich habe schon etwas darauf geachtet, dass die Schauspieler, mit denen ich arbeite, mir sympathisch sind. Oder ich das Gefühl habe, wenn man jetzt seinen ersten Kinofilm macht, dass man nicht mit wahnsinnigen Blockaden zu kämpfen hat. Gerade weil das ja ein Ensemblefilm ist, wo wahnsinnig viele Leute zusammen in Szenen sind und so. Und da kann auch einer die ganze Szene schmeißen. Und
Ja, und die Kinder, das war natürlich eine wilde Truppe. Das war auch teilweise sehr laut und so am Set, aber wir wollten das auch ein bisschen so, dass das eben schön lebendig ist, dass die nicht immer nur zusammengefercht werden oder angeschrien werden oder so, sondern die haben wirklich zum Teil Witze gerissen, da war die Klappe schon unten und die Szene lief schon und dann kam noch ein Witz oder wenn man als Regisseur was sagte, dann wurde das nochmal nachgeäfft von mindestens 3 Leuten. Ja, und bei den Hochkarätern in Anführungsstrichen, da war das tatsächlich so, dass sie sich teilweise natürlich auch sehr also gegenseitig angespornt haben. Da war auch manchmal ein kleiner Konkurrenzkampf und wenn man als Regisseur jemanden besonders lobt, dann sind die anderen ein bisschen nett beleidigt und das war, ja, hat aber Spaß gemacht. Es spielt ja noch in einer Zeit, von der eigentlich niemand weiß, wie man sich genau dort verhält. Da musstest du ja auch sowohl mit den Erwachsenen, vor allem aber auch mit den Kindern und für die Kinder was entwickeln. Wie bist du da vorgegangen? Ja, das ist natürlich, grundsätzlich ist ja bei uns das nicht ein richtiger Historienfilm. Also er versucht den Geist einer Zeit einzufangen, aber es ist ein Blick sozusagen mit einem Augenzwinkern von heute zurück auf damals. Und die Kinder zum Beispiel waren auch in so einem Schulmuseum, haben Unterricht gehabt 1900 und wir haben eigentlich vor jedem Drehtag dann auch trainiert, also aufstehen, setzen, Handhaltung, Körperhaltung, ja, die durften ja nicht mit dem Rücken an der Lehne sein und so weiter. Und das wurde damals auch wirklich ganz streng eingehalten. Ich mache einen harten Schnitt, bei Geist der Zeit muss ich an anderes sofort denken und überleiten. Weil natürlich, auch du hast einen Spielfilm gemacht, aber ich glaube, dir war schon wichtig, eine Zeit, konkret auch eine Zeit, an die wir uns natürlich auch alle ganz anders erinnern. Und das ist natürlich eine besondere Herausforderung. Also wie subjektiv ist es oder wie objektiv gehst du daran, wenn du eine Zeit erzählen willst, die noch nicht so lange zurückliegt? Eine Zeit, die ich ja nicht mal aus dem Sandkasten wirklich verstanden habe, da eine Zeitreise anzutreten und ganz viele Leute noch zu befragen, Materialien und auch die Bilder zu befragen, also Archivmaterial erstmal. Also du hast von den Haltungen gesprochen, wie jemand im Stuhl sitzt. Ja? Und es geht auch, wie geht jemand damals in den Raum rein? Ist der Körper anders? Ja? Bis in solche Nuancen zu suchen, zu überlegen. Und dann die spannende Frage, die Übersetzung mit Schauspielern, die dann wieder noch eine Generation jünger sind, die das alles ja überhaupt nicht kennen, da wieder eine Übersetzung zu finden, die nichts aufzwingt, also die eben jetzt nicht mit dem Maßband kommt und sagt, ja, ihr müsst das genau so machen, weil es gibt ein historisches Vorbild und jetzt guckt euch den oder das Vorbild mal in einem Film an und imitiert das bitte, damit es historisch stimmt, damit die Historiker nachher sagen, genau so ist es gewesen. Also darum geht es eben genau nicht. Hast du das Gefühl gehabt, dass du für die Schauspieler hauptsächlich die Räume öffnen musstest oder haben die von der anderen Seite die Tür aufgemacht und die Angebote auch gemacht? Beides. Also es war Lena und auch August Diehl und auch Alexander, das sind Schauspieler, die nicht ruhen, die also dann nochmal und nochmal von sich aus, also wir haben manchmal 10, 20 Mal gemacht, ja, und das lag manchmal an mir, aber es lag auch an den Schauspielern, die gesagt haben, das kann nicht sein, dass du da zufrieden bist. Und ich sage, ich bin aber zufrieden. Ja? Punkt. Und dann wurde es trotzdem, dann habe ich gesagt, gut, wir machen es nochmal, es wird dann wahrscheinlich in die Tonne getreten. Diese Unbedingtheit, ich glaube, das ist die Arbeitstemperatur, die dann auch, wo es dann spannend wird, weil ich merke, ich möchte ja auch überrascht werden, dass mich jemand rechts überholt. Als einziger, der hier qua Alter Zeitgenossen von Andres Hauptfiguren ist, muss ich sagen, dass ich das frappierend authentisch fand. Nämlich gerade in der Körpersprache und in den Körperhaltungen und bei den Jungs auch das Macho-Gehabe und das hat für mich so gestimmt, dass ich wirklich dachte, ich bin eigentlich in einem Dokumentarfilm über diese Zeit. Also ich muss dir das allergrößte Kompliment aussprechen, wie du diese Schauspieler dahin gebracht hast, in diese Zeit reinzugehören. Also die Frage war tatsächlich nach Goethe, das ist klar. Ne? Und es ging darum, dass wir da sozusagen niemanden haben, der sagen kann, wie es war. Und der auch, da hat man eine ganz andere Freiheit gehabt, die ihr euch auch bewusst genommen habt. Es gibt schon viel Material zum Recherchieren und leider Gottes zu viel. Das ist das Problem, wenn man zu viel weiß und zu viel recherchiert, ist man so voll beladen, dass man auch alles gerne unterbringen will. Es ist extrem schwierig, weil du das hier eben angesprochen hast. Man hat eine Freiheit. Ich gebe immer ein ganz gutes Beispiel. In dem Film ist am Anfang der junge Goethe, der
auf einer Eisfläche zwei Worte, nämlich mit Schlittschuh oder mit seinen Füßen hinrutscht und schreibt eben in das Eis, lecket mich. Und das hat er mit Sicherheit so nicht gemacht. Er hat aber Lecket mich in Götz von Berlichingen geschrieben. Er hat das Schlittschuhlaufen nach Deutschland gebracht und er hat sich gegen die Professoren aufgelehnt damals. Und das haben wir zusammen als eine Wahrheit in ein Bild umgesetzt. Stefan, das ist ja bei euch ganz viel einfacher. Eure Figuren stehen ja absolut im Heute. Das ist, glaube ich, keine Frage. Und sie stehen auch vor allen Dingen doch schon auch im heutigen Berlin. Wie lange hat der Tom daran gebrütet? Wann wusstest du, dass das auf euch zukommen wird? Diesmal ging es ganz schnell und ich war viel nervöser als bei den anderen Filmen, weil diese ganze Tom-Familie kam ja aus zwei so 60-Millionen-Dollar-Filmen zurück und ich dachte mir, auweia, ja, so viele Locations, so viele Möglichkeiten, den Wahnsinn zu veranstalten und wie schaffen wir das? Und das ist dann aber ganz gut gegangen. Also abgesehen davon, dass wir ein viel zu langes Buch verfilmt haben, was Tom immer noch abstreitet. Und er dann wirklich, und das finde ich wirklich, das war der Durchbruch, weil es war der Running Gag. Ich sagte immer, wir werden viel zu lang, wir werden viel zu lang. Und er sagte, wir finden schon noch eine Lösung. Wie war denn für dich das Gefühl, wieder mit Tom so zu arbeiten? Tom ist wirklich einer der einfachsten Regisseure, weil er wirklich so für die Sache da ist, ja. Es ging nahtlos weiter. Ich habe keinen Unterschied gespürt. Und eben auch bei seiner Familie. Ja. Also alle haben extrem gelernt. Und man muss schon auch sehen, dass es was bringt, in die Welt rauszugehen. Das Frappierende an diesem Film für mich ist ja, dass es so etwas erzählt, was man sich eigentlich als Konflikt vorstellt. Und dieser Konflikt aber in sich selbst auch eine Lösung beinhaltet. Hat dich das überrascht oder war das ein Thema zwischen euch? Du meinst, dass in der Liebe noch einiges geht, wenn du 40 bist? Oder ja, das ist auch so. Da ich das schon lange hinter mir habe, weiß ich das. Aber ja, darum ging es. Und das war die Idee. Wir machen etwas, was Anfang war es zwei und dann wurden es drei. Und dann. Und trotzdem nicht einer zu viel, das meine ich. Bitte? Und trotzdem nicht einer zu viel, das meine ich. Nö, ist ja der Vorteil, ein bisschen älter werden, dass das Herz ein bisschen mehr Platz hat. Wieder ein Bruch, Andreas. Ich habe vorhin scherzhaft gesagt, zwei fremdsprachige Filme, das war ja ein bisschen so mit Wer früher stirbt, ist länger tot. Und jetzt Almanya, wann und wie ist diese Idee gekommen und dann, wie kamen die Schwestern zu euch? Die Schwestern kamen nicht zu uns, wir kamen zu den Schwestern. Das kam kurz darauf, eine Anfrage der Bayerischen Filmförderung, sie hätten da ein Drehbuch gefördert. Und sie würden eigentlich es nicht beurteilen können, ob das denn ein gängiger Film werden könnte, ob in diesem Fall das denn damit abnahmefähig ist. Und irgendwie fragten sie uns, warum auch immer. Wir haben das gerne angenommen und sofort gesagt, das machen wir. Der Weg war dann unendlich weit. Hier war es so, dass wir bis zuletzt und bis heute keinen Sender gefunden haben. Und da hatten wir Verleiherinteresse, aber eben kein deutscher Sender hat überhaupt Lust auf einen Türkenfilm, der populär auch erzählt wird, wo man ein ernstes Thema wirklich mal angeht, aber es trotzdem so erzählt, dass man es auch irgendwie als leicht, auch als eine Komödie irgendwie mögen kann. Das war einfach nicht machbar. Florian, wir sind bei dir auch thematisch jetzt natürlich voll eigentlich dabei, weil das Lied in mir damit beginnt, dass jemand, der eine bestimmte Sprache nicht spricht, an einen Ort kommt, den er nicht zu kennen glaubt oder sie nicht zu kennen glaubt, plötzlich ein Lied in dieser Sprache mitsingen kann. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für das Lied in mir. Ich bin in Tel Aviv geboren und habe da die ersten 4 Jahre meines Lebens gelebt und habe, soweit man als Vierjähriger eine Sprache spricht, wohl perfekt oder fließend Hebräisch gesprochen. Und dann sind wir weggezogen. Meine Eltern sind Deutsche, die haben da nur gearbeitet. Das heißt, wir haben zu Hause kein Hebräisch mehr gesprochen. Ich bin auch nie wieder zurückgekehrt, bis vor 3 Jahren, was sehr spannend war. Und ich habe in meinem Auslandsjahr in Montreal angefangen, Hebräischunterricht zu nehmen, weil mich das schon immer so ein Traum war, mal zu gucken, was da noch so da ist. Und das kam mir alles sehr bekannt vor. Die Laute gingen alles sehr schnell, wirklich viel war da aber nicht mehr da. Bis zu dem Tag, wo die Lehrerin irgendwann mich fragte, wann ich nochmal in Israel war, 79 bis 83, und meinte, okay, dann musst du diese Kinderlieder kennen. Und fing an, mir Kinderlieder vorzusingen.
Und kleine, stämmige Rachel sang und sang und sang. Und es war sehr rührend, aber ich musste immer wieder sagen, nee, tut mir leid, erkenne ich nicht wieder. Und bei Lied Nummer 7, da hat es halt wirklich Klack gemacht. Und ich habe die Melodie erkannt und ich habe die Uga-Uga-Laute phonetisch wieder erkannt. Habe dann gelernt, dass es Kuchen heißt und das ist eine Art Backe-Backe-Kuchen. Und das, ich glaube, das Faszinierendste daran war zu merken, dass diese Erinnerung, die eben in dieser Phase 3-4-jährig, wo sich alle streiten, wo die aktive Erinnerung beginnt und was aber noch gespeichert ist, woran man sich nicht erinnert und wenn der richtige Sinneseindruck kommt, hervorkommt, dass der Glas klar und brillant ist, diese Erinnerung, ohne dass es mehr gibt. So, die ist begrenzt. Und das war oder ist vielleicht ein Teil des autobiografischen Aspekts, was mich mit diesem Stoff interessiert hat, wobei die Geschichte dann ja wirklich in erster Linie mit Argentinien bekommt diese politische Dimension natürlich dann. Genau. Wir haben diese Szene aus Goethe gesehen, Christoph, die auf einer Riesenwiese spielt. In welchem Land habt ihr das gesehen? In Deutschland sind Wiesen gemäht. Nee, in der Grenze zu Polen war das. Es, gefühlt war es, aber es war noch ein bisschen Deutschland. Ich will jetzt nicht alte Themen aufmachen, aber es war in der Grenze dahin. Das ist unfassbar. Da haben mich echt viele nachgefragt. Die fanden, also, okay, Film, okay, aber wo habt ihr das denn gedreht? Da muss ich mal Urlaub machen. Natürlich suchst du Orte, die einigermaßen da hätten sein können. Du musst natürlich da fast auch immer digital mitdenken, weil du hast einfach keine Landschaften mehr, wo nicht irgendwo irgendwas Technisches steht, was du wegradieren musst. Also eigentlich hatten wir immer jemanden am Drehort, der auch geguckt hat, was man wegdigitalisieren kann. Wir hatten einen Drehort, es gibt einen See, wo die beiden Goethe, der junge Goethe und sein Freund reinspringen, voller Freude. Sehr interessant, wunderschöner See und wenn Schauspieler in einen See springen, dann müssen irgendwo Taucher immer sein, weil es kann ja irgendwas passieren, dass jemand einen Krampf kriegt und so weiter und so fort. Und was vorhin passiert ist, ist, dass wir waren fast am letzten Schnitttag, wir waren alles durch. Und dann haben wir den Film mal ohne Ton gesehen, was man ja manchmal macht bei dem Color Matching. Und auf einmal sagt jemand, weil man schon den Film, so, die Szenen schon tausendmal gesehen hat, was ist denn da eigentlich links unten an dem See? Wer ist denn da in dem Boot? Wer sitzt denn da drin? Da saßen zwei Taucher drin, was man ja nie guckt. Man guckt ja immer, wo ist die Aktion? Da springen zwei Mann ins Wasser, guckst du auf der Leinwand, da oben hin, da springen sie ins Wasser. Da links unten saßen seelenruhig zwei Taucher in voller Montur, hat keine Sau gesehen. Orte, anderes finde ich auch bei euch spannend. Also es wird ja eben auch Berlin an einer bestimmten Zeit erzählt. Ihr habt den Eindruck, ihr habt eine Menge noch gefunden. Aber es ist wirklich schwierig. Wir haben ja das Berlin gesucht noch mit Einschusslöchern und das verschwindet. Ja, es ist wie ein ethnografischer Ort, dass dieses Berlin, es gibt eine einzige Straße und die ist direkt, nachdem wir fertig gedreht haben, sind die Gerüste da aufgebaut worden. Also all diejenigen, die jetzt in diese Zeit reisen wollen, haben es schwerer, müssen vielleicht nach Breslau oder ja, über die Grenze eben. Das ist ein Film, der dieses Verschwinden noch gerade sichtbar machen konnte, an ein paar Orten, aber es wird schwerer. Dann haben wir eben bestimmte Winkel, die noch möglich machen können, also oftmals eben dann auch Digitalsachen weg retuschieren müssen, weil es immer schwerer ist. Ist ja klar, wenn man so eine Zeitreise macht mit 30, 40 Jahren, dann ist eben doch irgendwo die Parabolantenne oder eine falsche Schrift dann mit drin. Und das heißt, es geht immer dann stärker ins Digital, dass man da wieder Sachen verschwinden lässt. Florian, du bist ja ganz anders unterwegs mit deinem Film, obwohl er letztendlich ja doch in den Innenräumen hauptsächlich spielt. Das hat vielleicht nur sekundär budgetäre Gründe gehabt. Ich glaube, ich gehe erst an dem Tag in ein Studio, um etwas nachzubauen, wenn ich so ein großes Budget habe, dass es dann auch wirklich so nicht nur ausschaut, sondern sich auch so anfühlt und auch so riecht und auch und so weiter wie der Originalort. Insofern war es eine kleine budgetäre Entscheidung und ich würde sagen eine große Entscheidung, diese Orte in Buenos Aires auch wirklich zu finden und Dinge wie den Krach in Buenos Aires durch den Verkehr und durch die Menschen auch Teil des Films werden zu lassen. Also ihr habt alles on location gedreht eigentlich? Ja, wir haben 39 Tage in Buenos Aires, alles on location
und einen Tag in Baden-Württemberg. Das ist ein interessantes Spektrum, wo offenbar auch wirklich ein riesiges Interesse unserer Filmemacher liegt, wirklich eine Zeiten zu erzählen und damit natürlich auch Bewusstseins-, Gemütszustände, vielleicht auch Geschichte. Das finde ich wirklich spannend. War das denn auch ein Punkt bei dir, Sebastian, oder ging es eigentlich gegen das konkrete Ereignis, wie der Fußball nach Deutschland kam? Also ich bin historisch interessiert. Ich habe auch mal Geschichte studiert und Geschichte hat natürlich auch mal mit der eigenen Vergangenheit zu tun und ja, natürlich ist das auch Übertragung, die man macht als Regisseur. Also sicherlich, ich hatte eine sehr glückliche Kindheit auf eine Art und die hatte viel mit Fußball zu tun. Ich habe jeden Tag Fußball gespielt mit sehr vielen verschiedenen Leuten im Ruhrgebiet, wo das eine ganz große Tradition hat. Und das wollte man auch eine bestimmte Art von Fußball, eben nicht das, was wir heute haben. Diesen Leistungsgedanken, diesen reinen Sportgedanken trägt man da mit in einen Film hinein. Noch eine historische Figur, Andreas. Der 1 Million und erste Gastarbeiter in Deutschland ist sozusagen die zentrale Figur eures Films. Wir haben uns dieses 1 Million ersten bedient. Also das war immer ein lustiger Pitch sozusagen. Wenn du anfängst zu erzählen, kommt einer an und irgendwie freut sich und lernt ihn schon ein bisschen kennen. Und derjenige, dem er höflich Vortritt gewährt, der ist dann der 1 Millionste. Und unser Held bleibt eben der im Schatten sozusagen. Aber dessen Geschichte erzählen eben dann. Das waren ja wirkliche Bilder. Und uns ging es bei diesem Film sehr stark darum, wirklich einen Film über Deutschland zu erzählen. Und das ist deutsche Geschichte und das kann hier, wir freuen uns, dass viele Türken reingehen, aber es ist eigentlich wirklich für jeden erstmal Deutschen vielleicht ein berührender Film, weil er viel über das Land erfährt und über unsere eigene Geschichte. Das ist aber auch ein Film für jeden, der irgendwo herkommt. Ich freue mich sehr, dass ihr da wart. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da wart. Wir waren viele, es gab viel zu sprechen.